Hallo meine Freunde, willkommen zurück zu Planet Crafter. Ich habe jetzt das gemacht, was ich am Schluss vom letzten Part gemeint habe. Ich habe im Endeffekt hier die ein paar Kisten befüllt mit nicht genau durchgeschaut, random Mats eigentlich. Das hat sich freigeschalten, der Oxygen Tank 2. Und das wird sich bald freischalten, vermute ich. Unlock Set 1,0 PPT. PT, PP, Q. Was immer das jetzt auch genau sein mag. Aber okay. Es wird auf jeden Fall automatisch passieren. Das heißt, wir werden jetzt mal den neuen Oxygen Tank craften. Was sind wir hier? Wir brauchen Silikon, Kobalt, Titan, zweimal Magnesium. Silikon, Kobalt, zweimal Titan, Magnesium. Ah, Silikon hier. Ja, zweimal Magnesium. So. Ja, das Witzige ist, er nimmt den Oxygen Tank 1 nicht. Ich glaube, den muss ich dazu ablegen. Ja, muss ich. Craft! Und wir haben 200 statt 145. Sehr schön. Da geht schon mal mehr, da geht schon mehr. Da geht was. Taka. Exoskelett erhöht haben wir schon. Den Rest haben wir eigentlich auch. Jo, ich kann jetzt auch die Lampe einschalten hier. Gut. Was wollte ich eigentlich jetzt weiterhin noch machen? Ja, es wäre interessant, wo kriege ich das? Die Crates habe ich da, da könnten wir noch ein paar hinstellen. Das wäre wurscht, da hätte ich noch Ding. Ausbauen werde ich die Base jetzt nicht weiter. Ich werde vielleicht noch ein so ein Teil draußen hinstellen, dass das ein bisschen schneller geht. Wäre vielleicht praktischer. Da gleich mit. Doch noch Crates herstellen. So. Dann noch eine her. Nö. Jetzt kann man es dann wirklich eigentlich nur mehr. Ja, eigentlich ist das jetzt Arsch. Eine da quer herstellen. Ja gut, derweil brauche ich ja eh nicht mehr, das reicht mal, das sollte mal reichen. Ihr könnt ja auch da daneben noch welche hinstellen und sonst überall. So, jetzt wollen wir das. Ach Gott, ich drücke immer den Knopf. Nope. Hier. Soll der Strom ausgehen? Wenn er das, glaube ich, sogar schon aus. Der Strom schon weg. Fuck, jetzt genau. New Blueprints available. Ah, Backpack 2. Das heißt wirklich 1,0, das heißt 1000. Ja, na sicher, ich bin ein Trottel, na sicher heißt das. Da aber wiederum nicht, da könnte auch 10.00. Nee, jetzt, oder? Jetzt. Ein. Das wird das T hinten sein. Okay, soll so sein. Man könnte es auch einfach in die Einheit daher schreiben, aber das wäre wahrscheinlich zu einfach dann. Das ist bei 1000, das ist neue Energie. Wird das eigentlich generiert über die anderen hinweg anscheinend? Ja, Heat wäre mal praktisch, ne? Schauen wir sich mal den Backpack an. Backpack, Rucksack. Backpack. Silikon und Titan. Nope. Backpack. Ah. Wird langsam schon ein bisschen erträglicher von der Menge her. Wasser. Tut. Okay. Ich glaube, ich brauche diese kleine Pflanze, dieses kleine Ding da zum Reinstellen.
Hatte ja das Problem, dass ich da eigentlich nicht weiß, wo ich das was mache, genau. Aber gut. Wir arbeiten daran. So, das heißt, wir werden jetzt mal hier safen. Na, erstmal rausmarschieren. Sind ziemlich leer. Ressourcen suchen. Könnten wir da nach hinten rauflaufen. Also wirklich mal zu dem Wrack. Zuerst laufen wir mal da hinten rauf. Weil eigentlich ist mein nächstes Hauptziel. Ja. Kann ich gleich wieder umdrehen, bin schon voll. Machen wir mal Iridium. Dass ich irgendwie mehr machen kann. Ich glaube, wir gehen zu dem Frachter rauf. Da hinten war auch ein Frachter, aber der ist noch weiter weg als der. Zwei Bohren da brav. So. New Living Pot Window. Sehr cool. Ja. Fühlt sich dann doch schneller als erwartet. Kann man das dann machen? Gar nicht hier. Window. Iron und Kobalt, das probieren wir natürlich aus, wir wollen ja rausschauen. Iron und Kobalt kriegen wir hin. Immer die Richtung ja lieber. Hey! Haha! Zwecksymmetrie natürlich. Können wir auch machen. Da kann man sicher die urlaubenden Sachen bauen. Aber jetzt ist denn da so Anfangsding, da wird es wurscht sein. Ich mache jetzt genau. So, dann haben wir hier, wir haben alles crafted. Wir haben Essen, Essen, Essen. Ich habe das Problem, dass ich eigentlich kein Essen finde, craften kann. Zumindest, die sind nur. Wir sollten uns mal das Heat-Zeug suchen. Bett wäre vielleicht auch praktisch. Ist das ein Spawnpoint danach? Da brauche ich Fabric dafür. Kenne ich nicht. Gut. Lange Rede, kurzer Sinn. Muss reichen. Starten wir mal zum Wrack. Irgendwo muss Iridium rumkugeln. Boah, das tut mir richtig im Herzen weh. Als leidenschaftlicher Crafter und Farmer. Tut mir das richtig weh, dass ich da so viel klumpert links sehe und nicht alles mitnehmen kann. Am liebsten würde ich da rumrennen, einfach alles einsammeln. Auch wenn mir sehr wohl bewusst ist, dass es in einer Demo wahrscheinlich ziemlich, ja, sagen wir so, viel komischere Varianten Zeit zu verbrennen gibt es wahrscheinlich nicht mehr. Aber es ist trotzdem. Ich hoffe, das geht sich mit Sauerstoff aus, der geht so schnell aus. Ich glaube fast, dass ich das jetzt unterschätzt habe. Eventuell noch Sauerstoff brauchen wir. Da liegen so Crates rum. Vielleicht. Nope. Oh, nur vielleicht. So, um Zeit zu sparen, weil ich bin schon bei der Hälfte von Sauerstoff. Das gibt's ja nicht, Alter. Wie viel soll ich denn da haben, damit das gescheiter weitergeht? Also hier. War ich schon, das habe ich mir schon angeschaut. Reingang ins Schiff bin ich nicht. Hier, das kann nichts. Das macht gar nichts, da kann man nur. Soweit ich das mitgekriegt habe, kann man da nichts wirklich was machen, außer drum rumlaufen. Aber bei dem leicht Borderlands erinnerten Ding da, kann man. Alter. Nein. Da weiß ich, kann man rein. Da habe ich aber letztens nichts gesehen. Da war es finster. Finster. Wisst ihr, ich weiß nicht mal, ob hier Gegner überhaupt existieren. Ich habe keinen Plan. Jetzt wird's finster. Deconstruct. Okay, jetzt kann man deconstructen. Boah, da geht's ja überall weiter. Wisst ihr? Kann man nicht deconstructen. Öffnen. Na, nehmen wir mal alles mit.
Ja gut, eigentlich wäre ich ja blöd, wenn ich die, kann ich auch die mitnehmen, gell? Boah, dann weiß ich ja wieder nicht, wo ich hin soll. Da bin ich gekommen. Hier ab. Kann ich sowas mitnehmen? Oho, was zu planten? Habe ich das Fabric-Zeug da? So. Mitnehmen. Wieso kann ich eigentlich nicht das ganze Schiff zerlegen einfach? Oh. Construct Heater. Jetzt habe ich mein Iridium auch. Hallo? Agility Boost. Increase Displacement Speed. Was habe ich denn hier? Aluminium. Ja, das. Da schau her. Da gibt es hier wirklich noch neue Sachen. Ja, sorry, dann muss ich dich droppen, weil dann nehme ich lieber das mit. Die haben. Ja, wieder hoch. Alter, da kann ich ja 10-mal hin und her rennen, bis ich das alles habe. Malen lieber. Fühle mich irgendwie aber gar nicht gefährdet gerade. Das Spiel vermittelt jetzt nicht so den Eindruck, wie wenn jetzt gleich die Welt untergehen wird. Aber wahrscheinlich geht die Welt gleich unter, weil ich schon wieder leer bin. Okay, dann müssen wir unbedingt nochmal her. Auf jeden Fall mal austauschen mit den Mats da. Jetzt werde ich hier gleich sterben wieder. Ja, es geht sich sowieso um euch nicht aus bis zurück. War nicht zu viel. Nee. Okay, dann werden wir nochmal daher gehen. Wenn wir fertig sind mit Schlafen. Aha, hab alles. So. Dann werden wir mal den Heater noch schön bauen, wenn wir schon da sind. Heater, Heater, Heater. Okay, dann werden wir das ablegen. Alu, Alu, Alu. So. Nehmen wir. Heater? Jawohl, wir können einen Heater bauen. Das Ding generiert ist, weil ich weiß, auch nur irgendwas. Stellen wir mal da her. Ich muss mal schauen, kann der draußen stehen? Gar nicht. Da spart man das Nachdenken drüber. Er braucht ein KW. Das ist jetzt ein bisschen Arsch. Das heißt, wir brauchen eigentlich das. Iron sollten wir eh im Inventar. Haben wir hier noch. Bauen wir noch ein paar Windturbinen. Habe das extra so konstruiert, dass da mehr geht. Weil wenn ich nicht auf jedes Ding einstelle, sondern eventuell ein bisschen näher zusammenstelle, kriege ich mehr rauf. Aber. Ich mache das jetzt mal so rein optisch. So. Strom. Wir haben 5 kW im Überfluss. Sehr schön. Wir könnten noch einen Heater hinstellen. Würde ich auch jetzt machen, ehrlich gesagt, weil ich glaube fast, dass der Heater habe ich noch so wenig. Iron, Silikon, Iridium. Iridium, Iron, Silikon. Noch ein hier. So. Könnte ein bisschen warm werden da drin dann, aber. Meine Depperte haben sehr gern warm.
Tut. So, was sagt unsere Bar? Wir generieren. Wir generieren brav weiter. Wir haben schon die Glaswand, das haben wir, das haben wir. So, wir generieren jetzt überall was. Jetzt können wir weiter gemütlich mal im Gras rennen. So, was brauchen wir mit Oxygen, Oxygen, Oxygen. It's all about the Oxygen. Weggeben, das auch. Was haben wir da hinten rein? Habe ich da irgendwo? Ja. Pflanzen. Oxygen-Bonus 50%, na dann wieder rein. Los, wachse, mach was. Lebe. Iron, Eis, Magnesium. Eis werde das wirklich mit haben. Ach doch. Muss ich nicht glauben. Stellen wir das darüber. Was haben wir da jetzt schon? Was? Generiert einer? 0,15, das ist aber nicht viel. Aber schau, sie wächst. Am Lichtstrahl hoch. Gleich 5 herstellen kann, ist ein bisschen nervend. Tut! Hauen wir rein. Hauen wir auch rein, wenn wir schon alles haben. Tun wir ein bisschen rauslassen, was soll's. So, was ich mit die mache, weiß ich bis jetzt nicht. Kann ich irgendwas Neues craften? Nö. Gut, dann wieder ab zurück zu unserem Wrack. Ich finde die Wracks cool. Man könnte ja einiges machen, nur es geht wirklich so, aber sowas von Omas schnell dieser Sauerstoff aus. Dass man die Arbeitszeit schon nicht schon wirklich, da kannst du ja mit 5, 6 so Flaschen hinmarschieren. Dass dir das einmal irgendwie ausgeht. Oh, hier. Bringt mir jetzt aber nichts. Aber das werden wir schaffen. In der E-Mail, was wir die Entwickler geschickt haben, jetzt werden wir sich beim Newsletter registrieren. Da steht übrigens Close Beta, kannst du ausprobieren, die 03005. Das ist das Komische, was ich vorhin gemeint habe. Die Steam-Demo ist ja eigentlich 03008. Ich weiß nicht, ob zwischen Demo und Close Beta dann irgendwo ein Unterschied ist, aber kann ich mir jetzt ehrlich gesagt gar nicht wirklich vorstellen. Schauen wir sich das mal von der Seite an, das Wrack, wie das ausschaut. Was sehr was. Darüber auch noch was zum Reingehen? Nee. Hey, Alter. Das ist schon wieder fast leer, der Sauerstoff. Also, der Tank ist ja wirklich für Mickey Mäuschen gedacht. Nochmal Licht an. Licht an, wird meine Kleine sagen. Licht an, Licht aus. Da waren wir, da ist nichts mehr. Ja, war klar. Hier auch rein. Ja, da waren wir vorher, genau. Da haben wir hier die Crates. Hat hier einer, was? Ist die abgebaut? Nicht abgebaut, oder? Ey, baut da noch wer ab außer mir? Das ist auch die Constructen hier. New Blueprint. Was haben wir hier Tolles? Oh. Die Heater werden wir auf jeden Fall mitnehmen. Vielleicht gibt es dieses Matz gar nicht wie irgendwie anders jetzt derzeit. Wisst ihr, das Highlight gar nicht und trotzdem kann ich es abbauen. Ich muss da mehr rumklicken.
Knopf dafür zum Drücken? Nee. Mal hier. Heater Level 2. Geleg mich doch am Arsch. Pff, Aluminium, Titan, Iron. Unsere Zeit kriege ich ja eh so woher, aber. Ist das wirklich so geplant, dass ich da 1000 Mal hin und her laufe? Ja, yep, ist so geplant. Fuck. Ah, scheiße, nicht einmal so das Oxygen reinkommt. Eigentlich hätte ich da sterben gehen auch können. Ja, schauen wir mal auf die andere Seite dann noch rüber. Da geht nichts. Lass mal kommen. Uiuiui. Das geht sich ja nicht mal mit einem nächsten Run aus. Weihnachtssitz ist ja cool. Ja, dann gehen wir mal raus. Und checken wir mal gleich nur ab, ob auf der anderen Seite da. Oh, das ist meine Base. Hallo Base. Checken wir mal nur ab, ob man hier noch was tun kann. Das schaut irgendwie nicht so. Ich kann nicht mal springen hier, da kann man nicht rein. Gerade dass ich da durchkomme. Mein Charakter dürfte relativ dick sein. Hat sich aber ordentlich einbaut da. Ja, ja. Teleport me home, baby. Teleport me home. Really go. Das muss man sich nachher anschauen, ob man da, aber ich glaube, das sind Triebwerke. Schaut halt aus wie Triebwerke. Derweil haben wir, wie gesagt, noch keine Penalties durch diverse Sachen. So, jetzt muss ich das alles irgendwo ablegen. Aber schaut sich an, wie schnell dieses Sauerstofflevel runtergeht. Das. Also da muss der Entwickler, finde ich, ein bisschen Schrauben dran. Es ist ja okay, dass man das nicht, so for free kriegt oder so, oder Stunden rumrennt, fertig. Aber das ist ja. Das hat ja nichts mit Stunden oder Minuten zu tun. Das ist ja. Das geht ja sekündlich runter. Und dafür, dass das schon der Tier 2 Tank ist. Wir hätten ihn nicht mit 200 befüllen sollen, sondern einfach die Rate reduzieren, wäre die Zahl nicht unnötig gewachsen. Wäre aber auch, ist auch wurscht, kommt ja aufs Gleiche. So, checkt man da nochmal durch alles. Ich fürchte zwar, dass sich das wieder nicht ausgehen wird, aber. Hä? Ich glaube ja, das ist ja schon war. Man, es wäre schon cool, wenn sie immer gleich respawnen. Aber vielleicht kommen die Kisten wieder, weil die wirklich einen Respawn haben. Das könnte schon sein. Raids hier. Mitkommen. Das war's schon wieder. Ja, aber das ist schon hart. Ja. Bis dann. Das ist Iron, aber was Unnötiges ist Iron mit? Nö. Und finster. Das ist wirklich so ein. Oh, man portet zu dem zurück, wo man als letztes war. Auch neu. Also, für mich.
Kann man nutzen. Könnt so ein komisches Häusl einfach direkt vor so einen Frack stellen und nur Kisten reinhauen. Was mir dann jetzt auch nicht so viel bringt, weil ich dann trotzdem dort stehe. Den ganzen Klumpert mit. Geht ja nicht so. Nope. 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 Yo. Ja, meine vielen, vielen Kisten werden langsam schon ein bisschen viel, viel, viel zu wenig wieder. So. Die generiert ja 50% mehr. Was generiert die? 0,35. Achso, Blödsinn. 23 und 15. 23. Was brauche ich für so ein Teil? Iron, Eis, Magnesium. Magnesium, Iron. Ich weiß, ich habe drin eh auch einiges, aber ich schon da stehe. Okay, ich glaube, die stehen still. Na, dreht sich eh noch einer. Oh, jetzt drehen sich alle. So, einmal haben wir noch den Weg darauf. Dann porten wir wieder back. Vercraften einiges. Wollen wir hier jetzt auch gleich machen. So. Pflanzi! 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 Essen. Pflanze. Na bitte, läuft. Was haben wir jetzt schon bei der Oxygen-Generierung? Eins, was ich weiß ich, pro Sekunde. Sag cool. Geht dahin. Haben wir schon was freischalten wieder? Ja, die Solarzellen. Was brauchen die? Iron, Kobalt, Kobalt, Silikon. Boah, 6,5. Gut. Einmal noch schnell rauf zum Tüdelüdom. Dann bauen wir noch ein paar Sachen und das war's dann schon wieder. Die Zeit verrennt in dem Spiel, das ist ja Wahnsinn. Schauen wir mal, ist leer. Deconstruct. Das Einzige, was mich gerade ein bisschen stört, ist die Tatsache, dass ich eigentlich, ach Gott, dass ich eigentlich außer dem Eisen, also außer hier bei den Heater, dieses Iridium eigentlich außer in die Kisten noch nicht gefunden habe. Muss ich das dann immer farmen gehen? Da gibt es da nicht irgendwo auch Vorkommen. Herkommen. Da war das so. Meins. Meins. So. Scheint alles gewesen zu sein. Wir haben alles abgebaut. Ich komme dann mal in einigen Ingame-Stunden wieder vorbei. Und schaue mich da mal um, ob da vielleicht was respawnt. Kann ich da in das Triebwerk rein? Ich habe im Endeffekt meine Sprungboots. Oh, hier. Ohoho. Nein, warum tut mir das Ding das immer wieder an? Fünfhundert!
Ja, weiß ich, aber da muss ich, glaube ich, nochmal her dann. Ist ja katastrophal furchtbar. Ey, jetzt habe ich doch die Scheißpflanzen da reingeben. Aber warte mal. Theoretisch. Nur theoretisch. Kann ich ja schon so ein Level 2 Ding. Ah, hier. Eis, Magnesium, Silikon. Das sehe so aus. Fuck. Kann ich das am Tisch stellen? Das schaut ja komisch aus. Okay, nicht immer so Gedanken haben. Tada! Das ist ja geil, das Teil. Das ist ja cool. Hydration Level Low. Jetzt nicht mehr. Gut. Was brauchen wir? Eis, Magnesium, Silikon. Eis. Magnesium, Silikon. Magnesium. Da liegt Silikon rum. Hoppala. Ein Ruckler. Oh, selten in dem Game. Alter, geht da hin! Es geht wirklich schnell jetzt am Anfang. So. Habe ich sogar alles. Was geht da, bringt der jetzt eigentlich? 1,25 produziert 1,2 Oxygen. Der 0,15! Na, dann werden wir da ja unser Bombenpflänzchen reinhauen, oder? 7 bringt der! Alter, und die 023. Eine Indoor leider. Brauche ich jetzt nicht, hab nur einen Stock. Also das muss man jetzt einmal an einer. Hoppala, hätte ich gehabt. 1,8? Bis steppert 500? Die Pflanze ist ja wirklich was wert. Leck mich! Lecco mio! Krieg ich wieder Eis zurück. Das? Nein, hör auf, geh weg. Ui. Nicht aus. Jetzt finden wir sie. Ja. Mit Ohren. 6,5, 1,2, na gut, da brauchen wir ja nicht viel drüber nachdenken. Werden wir aufs Dach rauf machen, oder? Kobalt, Silikon, kriegen wir hin. Silikon. Kobalt. Eis, Baby. Juhu. Da ist was. So ist es echt cool gemacht. Also, es ist so ein Spiel,
das fesselt, ja. Ihr könnt die Demo ruhigen Gewissens, wenn ihr Survival und so Crafting mögt, testen, weil das macht wirklich Spaß. Ohne da jetzt so viel irgendwie tun zu müssen. Oh ja, lala. Mal ein paar aufstellen. Generiert ihr eigentlich ganztägig dann so viel oder nur? Stellen wir es so her. Versucht auch hinstellen. Let's rock! Kobalt, Kobalt, Silikon. Ich will wieder Luft holen gehen. Jetzt noch nachschauen. 6,5. Da ist auch keine Sonne. Also dürfte die Stehrichtung dürfte wurscht sein. Tja, das sollte jetzt ja mal ordentlich Strom geben. 11,7 Überschuss. Sie mal alles upgraden. Ich mag das nicht, wenn ich nicht up to date bin. Iron. Läuft. Ja, sie produzieren 1, 2, der eine, das ist schon hart. Geil, viel. Das schnelle Bauen macht irrsinnig Laune. Da gibt es mehr Spiele davon, die was das so nicht so zart, sondern wirklich so schnell. Das ist schon cool. Das macht schon wirklich Spaß, weil man einfach schnell weiterkommt. Das Spiel muss halt nur genug Content haben, weil man einfach schnell dann im Endeffekt irgendwie mit allem vorankommt. Auch wenn das Bauen so schnell geht. Eis, Eis, Baby. Eis, Eis, Baby. Da. Eis, Eis. Na, ich will ein bisschen weg, du. So, läuft. So, Leute, das war's. Ist schon wieder viel zu lang. Aber das habe ich wahrscheinlich gekürzt, dann, wenn ihr das seht. Gut, ich gehe jetzt zurück, hole von der Golden Crate da oben noch meinen Klumper zurück und dann baue ich da noch ein bisschen aus alles, ein bisschen Heat da rein und dann gehen wir erkunden. Gut, danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Haut's ein Abo rein, Like, Comment, würde mich freuen. Bis dann und ciao.